Das sag mal, Uta, was machen jetzt die Birkners? Ja, was wohl? Gehen sich so gut es geht aus dem Weg? Ja, die haben jetzt sogar eine zweite Küche angeschafft. Nee, sag bloß. Wirklich? Nein, das war ein Witz. Aber sie schlafen getrennt. Schnarcht er? Nein, sie schnarcht. Benutze das noch viel? Für die schwarzen Löcher und das ganze leere Universum? Nee, ist kaputt. Die Linse hat einen Sprung. Das ist aber so ein schönes Fernrohr. Und du hattest auch so viel Freude damit. Ja. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich weiß. Das heißt, und du bei mir? Das könnte dir so passen. Tja, ich mache jetzt die Mücke. Tschüss. Tschüss. Na, die wird sich freuen. Ja. Entschuldigung, wir haben nicht aufgepasst. Hallo, ihr zwei. Na, das ist ja ein Zufall. Los, Henry, gib ihr mal die Pflanze. Da. Ach, die ist aber hübsch. Aha. Wie habe ich das denn verdient? Na, du hast uns die Leberknödel geschenkt. Und dafür schenken wir dir die Pflanze. Das ist so nett von euch. Dafür lade ich euch doch glatt zum Essen ein. Oh, ach nein, das musst du nicht. Doch, keine Widerrede. Ich bin gerade auf dem Weg zum Markt Zutaten kaufen. Es gibt Frikadellen. Also, bis später. Hannelotte, dein Wechselgeld. Ach, lass stecken. Ach, ich komme da gar nicht drüber weg, Hannelotte. Aber wie verhindert man, dass die Heidi in ihr Unglück rennt? Der Mann sieht einfach zu gut aus. Und vom schönen Teller isst man nicht, hat man früher immer gesagt. Naja, du bist sicher keine Kandidatin für ihn. Jemand muss mit der Heidi reden. Schließlich sind wir Freundinnen. Sie war schon immer so sexuell veranlagt. MyFindX Spiele präsentiert das Spiel des Sterbens. Boah, ich muss Flaschen sammeln, um mein Essen zu bezahlen. Da ist schon mal ein Anfang. Oh, komm, Sonja. Ich weiß, wer jetzt hier als nächstes den Bewirtungsbeleg bestellt. Was? Wer denn eigentlich? Ja, also, Leute, Geiz könnt ihr mir nicht vorwerfen. Ich spende regelmäßig. Aber du setzt doch regelmäßig deine Spendenquittung von der Steuer ab. Das hier ist für heute Abend, das für deine Scheißgetränke und das für dein Scheißfleisch. Ich gehe jetzt. Meine Taxe wartet. Sag mal, mit dem Taxi, das könnten wir uns doch eigentlich teilen. Gisela ist früher in ihrem Job voll aufgegangen, aber heute hat sie ein Problem. Zu viel Zeit. Was, wenn 5G-Strahlung uns alle umbringt? Außerdem hat sie das Internet, wo sie auf merkwürdige Dinge stößt. Wahnsinn! Impfungen machen impotent! Sagt Cockbanger 66 auf Facebook. Probieren Sie doch mal. Romy! Romy hält unterforderte Seniorinnen von dummen Ideen ab. Ach, wow. Ingrid? Vergiss das mit dem Manifest. Heute ist Rommi-Abend. Ja, die Ulla bringt ihren selbstgemachten Eierlikör mit. Rommi hilft bei akutem Bullshit-Befall. Zuverlässig füllt es Leerstellen im Kalender und im Kopf, an denen sich sonst dubioses Geschwurbel festsetzen könnte. Habt ihr eigentlich auch schon gehört, dass diese angebliche Klimakrise... Meine Fresse, Ingrid, jetzt wirf endlich die Pikdame an. Rommi räumt die Oma auf. Für die ganz harten Fälle gibt es noch weitere Wundermittel. Häkeln, Puzzeln oder harte Drogen.